Hi, wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen Staffel 3 Pill und TV Vlogs. Ich bin gerade von der Arbeit zurück. Wie jetzt hat keiner gesehen. Ich gieße jetzt meine Blümchen hier. Ich weiß, Basilikum gießt man eigentlich von unten. Aber mit einer Hand ist das mir jetzt ein bisschen zu kompliziert. Und jetzt mache ich noch mal ein paar kleine Sachen in der Wohnung. Der Umzugsblock an sich ist ja beendet. Aber ich montiere jetzt noch ein paar Kleinigkeiten und dann kriegt ihr eine kleine Roomtour. Ich filme extra ein bisschen nach oben, damit ihr noch nichts seht. Und es ist auch noch nicht so aufregend, aber stay tuned. Das sieht schon viel besser aus. Jetzt muss nur noch das Putzmittel weg und dann nächstes Projekt, Gewürzregälchen. Ich finde leider gerade keinen Hammer, deswegen gehe ich jetzt raus und suche mir irgendwie einen guten Stein. Weil ich könnte das auch mit Schrauben und Bohrer und Dübel und so machen, das finde ich ein bisschen Overkill für so 50 Gramm Gewürze. Deswegen suche ich mir jetzt einen Stein als Hammer und damit ich nicht umsonst gehe, bringe ich den Müll raus. Glaube ich nicht ganz perfekt gerade, aber das wird schon untergehen, so im Grundrauschen. Ich habe jetzt keine Lust, da weiter rumzuklöppeln. Also in dem Stein hat erstaunlich gut geklappt, sogar ein bisschen in der Ecke da. Eigentlich ein bisschen anstrengend, aber es hat geklappt. Ich glaube, das ist ganz gut. Jetzt habe ich in den wenigen Einbauschränken, Hängeschränken, Wandschränken, die ich habe, halt einfach ein bisschen mehr Platz, weil ich so eine ganze Riege für so Medikamente, wollte ich gerade sagen, für Gewürze geblockt habe. Und jetzt kann ich da die Regalbretter noch mal ein bisschen verschieben und dann da auch wieder richtige Sachen hin tun. Sachen, die man trotzdem flach lagern kann. Nudeln, Reis, irgendwie sowas, die einfach schnell griffbereit sein sollten. Ich rede zu viel über Nudeln und Reis. Die Teile hängen an der Wand. Ich bin happy. Ich gehe jetzt einkaufen. Let's go. Recht nah am Rhein und hier sitzt ab und zu so jemand, der ein bisschen so künstlerisch sich verausgabt und Bilder malt. Und ich kann schon verstehen, warum der sich hier hinsetzt. Ihr könnt euch vorstellen, dass das in echt nochmal dreimal besser aussieht, als jetzt auf der Kamera mit wenig Licht eingefangen. Aber das ist schon ein Panorama. Hier werde ich im Sommer bestimmt die ein oder andere Stunde rumhängen. In so einer Asia-Box zeigen, aber ich habe mir für morgen für die Arbeit so Gyros-Shit vorgekocht. Ich freue mich. Es sah eigentlich in der Pfanne mega geil aus und alles, aber naja, ihr könnt euch bestimmt vorstellen, dass es mir schmeckt. Moin Moin, gleiches Szenario wie gestern. Ich bin gerade von der Arbeit zurück. Ich konnte heute ein bisschen früher gehen. Deswegen hatte ich aber leider dann keine Zeit, meinen Gyros zu essen. Ich kann euch also nicht berichten, wie es war. Richtig bitter. Heute habe ich auch keine schönen Fotos von der Arbeit, aber eins auf dem Rückweg habe ich trotzdem gemacht. Das ist nämlich keine 100 Meter vor mir. Ich sitze auf meinem Fahrrad, mache mein Ding. Relativ groß, jetzt kein Riesenbaum, kein Mammutbaum, aber hätte schon ordentlich wehgetan, wenn der getroffen hätte. Einfach runtergefallen, auch auf zwei Autos drauf. Nichts abgesperrt, nichts. Und warum soll ich abgesperrt? Ich meine, ein Baum, der einfach umfällt, muss nicht abgesperrt sein. Aber das waren halt Motorsägen-Bullis mit Schutzkleidung und Warnwesten und haben irgendwie... Keine Ahnung, der ist so, da war vielleicht 40 cm zwischen den Autos oder so. Und ich glaube, der Hauptstamm ist schon genau dazwischen gefallen. Aber der hatte ja auch Krone, ne? Das war ja ein Baum. Und der hat von der einen Windschutzscheibe bis zur anderen Motorhaube, lag der dann da halt einfach auf den Autos. Also keine Ahnung, ob da gemeldet war und ob die Jungs gesagt haben, wir möchten nicht, dass unsere Autos irgendwie... Es war auch in die andere Richtung einfach nur Wald. Also wenn die den in die andere Richtung gekattet hätten, wäre halt... Keine Ahnung, und mir entgegen kam halt auch noch ein Auto, so ein Mercedes-SUV, der hat es wahrscheinlich überlebt. Aber wenn der halt 3 Sekunden früher da gewesen wäre, wäre dem der Baum auf den Kopf geballert. Und mir. Also, ich habe erst so überlegt, ob man, also als ich noch nicht gesehen habe, dass da Motorsägen-Ulis dabei standen, dachte ich, ich kann vielleicht Polizei rufen und eben sagen, jo, hier bei dem und dem Kindergarten liegt jetzt ein Baum auf der Straße. Ich weiß nicht, ob sie da Ansprechpartner sind, aber man kann es ja mal probieren. Dann dachte ich, nee, sind Motorsägen-Heinis. Und dann habe ich halt gesehen, also deswegen dachte ich, ist organisiert, soll so sein. Und dann habe ich gesehen, dass da halt diese Autos standen und dachte, wieder muss ich jetzt die Polizei rufen. Aber irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, ich habe es nicht gemacht. Ich habe ein Foto gemacht, falls ich es irgendwo in der Zeitung sehe oder in den Nachrichten höre, dass da Hinweise gebraucht werden, kann ich mich ja melden. Aber
jetzt ist das raus. Jetzt mache ich mir ein Mittagessen, weil ich, wie gesagt, noch nichts gegessen habe. Und ja, um 16:30 oder so gefrühstückt. Habe also schon wieder gut Hunger. Ich weiß noch nicht genau, was ich mir mache. Und danach werden nochmal so ein, zwei Sachen gemacht. Wahrscheinlich stelle ich im Arbeitszimmer nochmal ein bisschen was um. Ja, das untere Gewürzregal von gestern, das war leider ein bisschen schief. Das habe ich jetzt aber gerade gerückt soweit. Man sieht's. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ist schon ganz gut so. Bis später. Jetzt habe ich schon wieder verpennt, euch den Schaffensprozess euch mitzunehmen. Naja, Bratkartoffeln, bisschen Gemüse, Tofu angebraten, selfmade Soße aus simplen Ingredients. Mittagessen. Guten Hunger. Der Tag hat jetzt eine nicht ganz unerwartete Wendung genommen, aber irgendwie doch. Meine noch relativ leichten Kopfschmerzen sind dann relativ schnell relativ hoch eskaliert, sodass ich erstmal mich 3 Stunden hingehauen habe und einfach geschlafen habe. Jetzt geht es mir wieder deutlich besser. Ich habe gerade eine knappe Stunde Steuererklärung gemacht, aber da ich morgen Frühschicht habe und dann so kurz nach 4 aufstehe, gehe ich jetzt einfach wieder schlafen. Also zu viel schlafen kann ich gerade nicht und ich habe jetzt gestern schon nur 6 Stunden. Und so richtig glücklich bin ich meistens eher mit 9, auch wenn ich das ein bisschen viel finde. Lange Rede, kurzer Sinn. Heute nicht so viel zu zeigen. Ich denke, morgen bringe ich noch 1-2 Sachen fertig und dann war's das. Ein paar Tage später. Arbeitszimmer fehlt, ist dieses Whiteboard da an die Wand. Das hat überhaupt nicht geklappt. Ich bin nämlich ein bisschen dumm. Erstens wollte ich, dass hier 10 cm sind und habe deswegen den Nagel 10 cm davon weggemacht. Das ist natürlich gar nicht klug. Und zweitens ist es krumm und schief. Da muss ich also nochmal kurz ran. Also von der Position her gefällt mir das deutlich besser. Jetzt kann ich hier wieder fröhlich produktiv werden. Es ist noch ein bisschen, jetzt ist es rechts zu weit unten und es ist noch nicht so ganz an der Wand, es bounzt noch so ein bisschen. Da kümmere ich mich jetzt noch drum und dann, habe ich hier wieder ein bisschen Arbeitsatmosphäre im Arbeitszimmer. Sachen gibt's. Roomtour. So, dann wollen wir doch mal. Also, hier wohne ich zurzeit in Köln-Porz, so viel kann man glaube ich sagen. In meinem Flur hier gibt es erstmal noch leider kaum was. Da seht ihr die beiden Bilder, die wir gerade an die Wand gehämmert haben. Aber so im Großen und Ganzen, doch eine Lampe habe ich an die Decke gemacht, ich erinnere mich. Aber es gibt keinen Teppich, keine Garderobe, kein nix. Das ist auf jeden Fall, was im nächsten Monat irgendwie alles mal organisiert werden sollte. Zur Rechten das Bad mit Waschbecken, Dusche, Spiegel, nichts Aufregendes. Da dieses kleine Seifendings habe ich selbst gebastelt, bin ich ein bisschen stolz drauf, auch wenn es echt nicht außergewöhnlich aussieht. Auch hier hängt wieder ein Bild, was so ein bisschen ins Farbschema des Bades passt. Zur Linken das Schlafzimmer, auch hier relativ uninspiriert. Ein Schrank, ein Bett, ein Boden. Aber ja, das hat im Moment die geringste Priorität, weil, weiß ich nicht, da schlafe ich hauptsächlich. Also ich möchte eher, dass der Flur, wo man einfach so auch als Gast mal reinkommt, ein bisschen menschlicher aussieht. Womit ich schon ganz glücklich bin, ist die Küche. Da fehlt es mir manchmal ein bisschen an Stauraum. Da habe ich überlegt, die Rückwand mit so Weinkisten zuzukleistern. Aber an sich kann ich hier ganz entspannt kochen und zu einst oder zu zweitst auch mal frühstücken, Mittagessen, Abendessen. Kühlschrank ohne Gefrierfach, weil hat sich irgendwie familiär so ergeben, dass der über war. Gegenüber von der Küche ist mein Wohnzimmer. Auch hier bin ich schon so mittelzufrieden. Hier fehlt mir natürlich noch ein Teppich und eine richtige Lampe an der Decke. Da hängt bisher nur eine Fassung mit einer Glühbirne drin. Das ist mein Kaffeebaum. Wer Namensvorschläge hat, gerne. Und dieses Bild soll noch übers Sofa. Das habe ich von meinem Opa geerbt. Hier, dieses Bild ist fake. Das ist mein Fernseher. Der kann so Kunstwerke displayen. Das ist ganz cool. Da habe ich irgendwie meinen Spaß dran. Und ja, da eine kleine Auswahl meiner Pflanzen. Ein kleiner Balkon. Da hinten ist der Rhein, so zwischen dem Vogelhäuschen und dem Fenster. Und das ist es dann eigentlich auch schon hier. Gehen wir rüber ins Arbeitszimmer. Im Arbeitszimmer ist eine Menge Chaos, aber das finde ich auch okay irgendwie. Ich räume das ganz gerne auf. Das befürchte ich also nicht, dass das ein langfristiger Zustand ist. Und das habe ich euch aber, glaube ich, alles schon mal gezeigt. Da sitze ich, wenn ich streame und Sachen mache. Und ja, da hinten ist halt einfach noch so ganz viel Kleinzeug und Shit. Aber das ist meine Wohnung. Ich hoffe, es hat euch interessiert. Lasst mir doch gerne alles Mögliche da, was man so da lassen kann. Abos, Likes, Daumen und tschüss.